Yes, I consider myself a nerd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Videoshow. Soll ich noch was sagen? Weiß ich nicht. Fühlst du dich denn, ne? Ich habe so Weltmeisterbrötchen gegessen. Ich habe so, glaube ich, 5 Mohn. Gut, dass die Bildqualität nicht die Bild... Guck nicht, da kriege ich Komplexe. Mohn ist Opiat. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Mengen, weil man das essen muss. Nein, Weltmeisterbrötchen wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe 2 gegessen. Aber ich bin nicht anfällig. Ich wäre hier noch nicht mal auf Koffein. Naja, wie dem auch sei, wir machen heute wieder mal eine Show mit voller Comic-Reviews, wie gewohnt. Oder wie auch ungewohnt. Ne? Anderes, oder? Wer neu ist und sich darauf einlässt, ne? Viel Spaß. So geht's weiter. Das ist das Programm. Und wer glaubt, dass die Inhalte oder die Präsentation irgendwie anspruchsvoller werden sollten, der hat leider nichts verloren, kann sich aber trotzdem als Abonnent eintragen und es nie wieder angucken. Da sind wir vollkommen zufrieden. Nein, Verbesserungsvorschläge würden wir doch auch annehmen, oder? Nein, ich nicht. Ich schon. Echt nicht. Nur ganz selten, du weißt ja, da bin ich sehr eigen. News, haben wir irgendwas in News? Also es gibt, wo ich erstmal vorgaloppieren will, generell, meine persönliche Existenz ist neben einem furchtbaren Bürojob total überschattet von der Vorfreude auf den neuen Bond, der ja. Ende, Anfang nächsten Monats kommt, von dieser Aufnahme gesehen. Judge Dredd läuft. Judge Dredd läuft. Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können. Ich auch nicht, aber die Kritiken sind ganz gut. Also er ist wohl, ich habe nur so Nachrichten vom US-Box-Office gelesen, er ist wohl relativ unter den Erwartungen geblieben, aber die Kritiken waren gut. Keine Ahnung, ich fand den ersten Jahr Alan Ballor nicht schlecht. Ich fand den nicht schlecht. Ob ich den mir angucken will, aber wahrscheinlich warte ich auch eh die DVD ab. Irgendwie kurz, wahrscheinlich so Ende Oktober müsste auch schon Walking Dead anlaufen. Die dritte Staffel mittlerweile. Bist du ja der Experte. Genau. Wann ist denn die neue Crosscut-Veröffentlichung? Es ist geplant für nächsten, also für Ende Oktober, was bei Crosscut wahrscheinlich irgendwann Mitte November ist. Ja, aber immerhin hat man ja, was genau. Auch, wenn es freuen kann, kann sich schon mal irgendwie auf den Wunschzettel schreiben. Ja. Ja. Sonst bei mir noch zusätzlich morgen, übermorgen kommt die Ips raus. Ich hätte sie gerne in diese Review noch genommen, aber naja, ist die Vorfreude für den nächsten sehen da oder vielleicht ist sie auch entsprechend scheiße. Ich schreibe dazu auch was im Blog. Oder ich schreibe dazu was im Blog. Ja, sind wir in Planungen. Ja, wir sind in Planung, wir straffen das Ganze, wir rationalisieren unsere Vorgehensweise. Nein, der Blog soll auf jeden Fall nur ein bisschen aufgehübscht und mit ein bisschen mehr Inhalt versehen werden, was hoffentlich schon geschehen ist zu dem Zeitpunkt, also hübsch wahrscheinlich noch nicht, aber wenigstens mehr Inhalt. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video rauskommt. Gilt denn dieses Video als Post? Nicht für unsere interne Zählweise. Scheiße, Mist, da muss ich bis Sonntag noch was schreiben. Dreck, Mist. Naja, wie noch sei, das ist also sonst Sachen, die mich beschäftigen. Genau. Steht, kommt die Comic-Action an, jährlich. Wir ignorieren ja hier aber so ein bisschen Erlangen, genau. Was ja nur 2 jährlich ist, weil dass wir dann hier nicht von hier aus nicht hinkommen. Die Reise ist mir persönlich nicht unbedingt wert. Nee. Comic Action in Essen steht aber an. Datum ist 18. bis 21. Oktober. Warum gehst du hin? Also mal abgesehen davon, dass wir ein Special drehen müssen und wir dieses Jahr, wir hatten da im letzten Jahr schon drüber geredet, also Panini, muss man erstmal sagen, haut erstmal einen ganzen Haufen, wir zeigen übrigens die ganze Zeit diese gratis Panini-Vorschau, wer sich die also gratis kriegt, einen Überblick. Panini haut extrem hier diese komplette Seite Haufen an Specials raus, was teilweise Exklusivsachen sind. Also Panini nutzt ja immer sehr angenehm die Comic-Action, um zum Beispiel Bände zu veröffentlichen, die nicht genug Käufer finden würden für eine reguläre Veröffentlichung. Die werden dann immer stark limitiert mit einem etwas höheren Preis halt rausgebracht. Unter anderem Dalt-Cover-Version von Tarot. Nee, also ich weiß jetzt nicht, was komplett exklusiv ist, aber sie nutzt zum Beispiel hier so eine Deadpool-Band. Der wird dann auf 1000 Stück limitiert, kostet dann ein bisschen mehr, aber auf der Messe findet man eben genug Käufer. Ebenso wie für mich halt natürlich immer der Star Wars Band. Ansonsten, genau, gibt es einfach auch immer extrem viele Cover-Varianten exklusiv, also für die Messe exklusiv, aber es kommt zum Beispiel ein exklusiver Batman-Band raus. Batman Nacht des Schreckens hat eine Actionfigur beiliegen etc. Es kommen Sachen Holy Hardcover, Terror, mal nicht in Gelb. Mal nicht in Gelb, es kommen exklusive Hardcover-Auflagen von Soft und sonst nur Softcover raus. Und sie haben dieses Jahr eigentlich eine ganz illustre Zahl an Gästen. Da gibt Panini sich ja immer Mühe, dem Ganzen auch so ein bisschen wenigstens Superstar internationales Flair zu verleihen. Und diesmal für mich erstmal sehr, also man kann ja erstmal vorlesen, Greg Capullo von Batman, was für mich schon das Interessanteste war. AD Granoff, der zeichnet viel für X-Men und so. Jason Burroughs zeichnet relativ viel bei, Jason auch mit Alan Moore hat er gearbeitet und mit Garth Ennis. Colin Wilson, cooler Typ hier, für dich vielleicht interessant von Star Wars, ja, hat aber auch so ältere franco-belgische Sachen gezeichnet.
Und unter anderem das Prelude-Heft Point Blank zu dieser großartigen Serie Sleeper von Ed Brubaker, da hat er das Prelude-Ding gemacht. Noch eine Star Wars-Zeichnung, die ich jetzt nicht kenne, Tyler Kirkham zeichnet aktuelle Green Lantern-Serie, also nicht diese Green Lantern New Guardians-Serie. Mahmoud Azraj zeichnet Supergirl. Und Yildiraz Sinar zeichnet die Legion of Superheroes und Firestorm. Mich reifen solche Zeichner meistens ja nicht so vom Hocker. Das Einzige ist, wenn die Zeichnungen verteilen würden. Mein Problem ist, ich war sehr gespannt auf Greg Capullo, weil er einfach an dieser aktuellen Batman-Serie so extremst gut ist. Und dann habe ich leider erfahren, dass es anscheinend nicht logistisch möglich ist. Also normal ist es ja immer so, es gibt eine begrenzte Anzahl an Sketchen, die Panini vergibt. Dazu muss man dann erst für eine bestimmte, das Verfahren ist ein bisschen kompliziert. Man muss erst für eine bestimmte Summe am Panini-Stand was einkaufen und hat dann die Möglichkeit zu würfeln und bei einem Pasch oder so bekommt man die Möglichkeit auf einen Sketch. Was okay ist, man kommt relativ billig an einen Sketch von einem guten Zeichner und muss halt ein bisschen Glück haben. Ich finde das Verfahren erstmal in Ordnung. Bei nicht so beliebten Zeichnern geht das auch schon mal weniger kompliziert. Allerdings habe ich erfahren, dass Greg Capullo wohl anscheinend gar keine Sketche macht, sondern nur so Doodles, also maximal so einminütige Head-Skizzen. Die dafür dann in Masse. Ich muss sagen, das ist natürlich eine Frage. Die drei, vier Leute, die vielleicht einen richtigen Full-Sketch von denen gekriegt hätten, wären natürlich glücklich gewesen. So bedient er aber vielleicht pro Tag irgendwie 50. Mhm. Und Autogramme kann man sich ja eh immer holen. Ja, geplant ist, ich werde wahrscheinlich die Arbeit schwänzen am Donnerstag direkt hin. Ich werde wahrscheinlich auch überfüllt am Sonntag gehen. Mhm. Ich muss sagen, danach machen wir auf jeden Fall. Die drei primären Gründe für mich hinzugehen sind einmal in diesem Fall Greg Capullo, einfach um wenigstens das Autogramm auf mal ein paar Batman-Hefte zu holen. Zweiter Grund ist einfach doch immer noch billige Second-Hand-Stände abgraschen und gucken, ob man Schnäppchen macht. Man macht leider jedes Jahr ein bisschen weniger, aber es macht dann doch immer Spaß, Kisten zu wühlen. Und ich muss sagen, ein großer Tipp, der jetzt hier vielleicht ein bisschen untergeht, ist halt wirklich die Spielemesse drumherum. Ja. Man kriegt ja, der Eintrittspreis ist ja kombiniert, man zahlt ja gleichzeitig auch Eintritt für die Spiele. Wer weiß nicht, wie dies diesmal sein wird. Letztes Jahr war es doch 8, 9 Euro, diesmal 10 Armee-Sech drehen wir. Ja, ich glaube, nee, Studenten waren glaube ich billiger. Nee, nee, nee. Ja. Nein. Auf jeden Fall, man kriegt halt immer die Spielmesse drum, Spielwarenmesse drumherum, Spiel heißt die ja. Und die lohnt sich für mich ganz ehrlich einfach auch. Seit ich Deutschleser bin, interessieren mich die Specials nicht mehr so, aber da macht man nicht einen guten Job. Darüber hatte ich halt mal gesprochen, also gerade Star Wars gefällt mir in letzter Zeit gar nicht. Es fällt mir auch schwer, mich zu motivieren. Und das wäre ein schöner Abschluss, die 100, aber ich werde mir auch die 101 holen, um die Storyline abzuschließen. Ja, vielleicht bewegen sie mich dazu, aber es wäre schon ein schöner Anlass, meine letzte Nummer mit zu schließen. Ich kann ja mal gerade zu überfliegen, um vielleicht irgendwie mal so meine, wenn ich sie kaufen würde, meine Highlights rauszuhauen. Also diesen ganzen Variant-Cover ignoriere ich dabei jetzt mal. Exklusiv ist natürlich ganz nett. Gucken. Also hier diese Batman-Storyline kenne ich nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Deadpool kenne ich auch nicht. Boah, ich kenne einfach nichts. Ja, ich kann gar nicht. Dann müssen wir uns ja nicht so aufhalten. Das Einzige, was ich spontan sagen kann, ich glaube tatsächlich, die Simpsons Horror Show ist somit das Heft, das irgendwie quasi jedes Jahr mit Varianten aufgewartet hat. Das bietet sich natürlich auf 16. Das auch immer gut an, ne? Kurz vor Halloween. Richtig, also auf jeden Fall tierisch lange. Ja, ansonsten, ich habe mir ein paar Sachen in dem Heft auch gemerkt. Naja, aber wir ziehen jetzt den News-Teil auch so in die Länge. Ja, Star Wars, ne? Wir sind ja, soll ja mit... auch versehen sein mit der Cover-Variante. Wir reden da ja schon seit diversen Cover-Galerie. In der Nummer 100 gibt es eine Cover-Galerie und dann zähle ich persönlich mit der Hand, wie viele Darth Vader-Cover es gab. Ich wette mit euch, es wird mindestens 50% sein. Das mag sein. Hältst du dagegen? Da halte ich gegen, es sind keine 50%. Einfach deswegen, ich habe ja schon mal geschaut, leider sehr oberflächlich, ich habe ja alle bis dato erschienenen und habe dabei festgestellt, dass Darth Vader tatsächlich vermehrt erst so in den letzten 3-4 Jahren, wahrscheinlich als so dieser ganze Film-Hype versteckt veröffentlicht wurde, aber zu Star Wars kann ich nur sagen, das ist mein Weihnachtsgeschenk. An sich selber? Ja, aber vielleicht... Wie teuer ist denn der Spaß? 40 Euro, immerhin. Also das ist ein Katalog mit allen bisherigen erschienenen Star Wars Figuren. Und ich habe vorgehabt, meine Zukunft Star Wars Figuren Special zu machen. Der Peter, ein guter Freund von mir, ist jetzt nach München gezogen und hat mich gebeten, in seiner Abwesenheit mal seine richtig große Star Wars Sammlung zu veräußern, wenn ich mal Zeit dazu habe. Und es käme so weihnachtsmäßig. Hey, bei der Hälfte machst du ja klar. Nee, 15%. Ein für mich? Ja. Okay. Aber das wären die News. Ja, mir fiel auch nichts anderes ein.
Fangen wir direkt an. Wir haben jetzt wieder ziemlich viele Comics. Ich habe es nicht mal alle geschafft bisher zu lesen. Ich habe echt, es hat sich so viel angesammelt. Also wir holen jetzt quasi einen kompletten Monat nach. Fangen wir an mit den einzigen Marvel-Heften, die ich diesmal im Programm hatte. Ja, wie so viele haben, wenn man Router hat. Stimmt auch wieder. Und zwar Daredevil. Zwei Hefte diesmal. Das eine ist die reguläre Serie, da sind wir bei Nummer 18, also Mark Waid's Daredevil. Und wir befinden uns halt immer noch in dem Stand, dass Foggy Matt aus der Kanzlei gekickt hat. Mhm. Und jetzt wird so ein Plotpoint aufgegriffen, das fand ich ganz interessant. Schönes Cover von Paolo Rivera, der echt immer noch traumhafte Cover raushaut. Und Interiors sind jetzt nicht von Mike Allred, sondern wieder von dem Stammzeichner der Serie, Chris Hemney, aber auch die sind schön. Und es wird ein Plotpoint halt aufgegriffen aus dem Run von Ed Brubaker, also aus der noch düsteren Phase der Devils, die wir ja eigentlich mit dieser Serie ein bisschen hinter uns gelassen haben. Und das ist, dass Matts Frau oder Freundin, weiß ich gerade gar nicht, wie heißt sie gleich, Karen war die andere. Die in der Ed Brubaker-Serie eben die ist von so einem, hat irgendwie sowas abgekriegt, ist psychisch total krank und wirklich nie wieder gesund und sitzt in der Psychiatrie und die Eltern haben, also Matt, die Vorwürfe gemacht und so, und die sitzt plötzlich halt in seinem Apartment und er ruft eben Foggy an und der ringt sich nochmal durch, okay, ich helfe dir doch nochmal, obwohl wir eigentlich Streit haben, aber dann lass mich bitte für immer in Ruhe. Er hat sich das letzte Mal darüber aufgeregt, was er mit seinem Vater angeblich angestellt hat. Ja, genau, dass er seinen Vater ausgebuddelt hat und dass er ihn die ganze Zeit angelogen hat und so. Und Matt meint halt, nee, das habe ich nicht gemacht. Und das Ganze endet dann damit, dass Foggy Matt wieder mal nur vorwurf, ey, lass dir helfen, du bist wahnsinnig, weil die Miller, mit der du angeblich jetzt irgendwie ein ganzes Wochenende in deinem Apartment verbracht hast, ich sehe gerade, wie sie in der Gummizelle sitzt. Die ist überhaupt nicht ausgebrochen oder freigekommen oder kann sich wieder an irgendwas erinnern. Ja, und parallel legt sich Daredevil halt noch mit, ich weiß gar nicht, mit irgendwem an. Das haben uns, das glaube ich, einfach nur die Action-Szene, damit man eine Action-Szene drin hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall gut. Also die Serie bleibt einfach gut. Das ist interessant, wie man jetzt da rauskommt. Es wird jetzt ein bisschen gemischt, es wird ein bisschen ernster, das Thema wird ein bisschen düsterer, aber dieser leichte Ton der Serie bleibt erhalten. Kurz Sternchen. 4. 4 Sterne. Und kurz zum Abschluss eine Serie, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, heißt Daredevil End of Days. Ist eine achteilige Miniserie von, und jetzt kommt's, Brian Bendis geschrieben, also dem Mann, der zwar bei den Avengers und so in letzter Zeit von mir nicht mehr sonderlich gut bewertet wurde, aber der quasi ja Daredevil auf das Niveau gehoben hat, was er gerade hat, nämlich mit diesem eben legendären Run, den er hatte. Und Zeichner sind David Mack, Klaus Jensen, Paul Sienkiewicz, also so ungefähr alles damals an Daredevil Rang und Namen hatte. Also Klaus Jensen. Also als Beispiel des Inhaltes. Heißt Klaus, oder? Sehr gut. Cool. Heißt der Klaus? Ich glaube, Klaus Jensen hat eine lange Geschichte an Daredevil. Ja. Der hat damals schon unter Frank Miller, als Frank Miller noch Autor von Daredevil war, hat der schon Daredevil gezeigt, also hat er schon die Zeichnungen gemacht. Paul Sienkiewicz hat dann mit Miller später diese legendäre Elektra-Miniserie gemacht. Und das Ganze wurde in Brian Bendis hat meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht, um diese Serie zu bewerben. Nämlich, er hat geschrieben, das ist das Dark Knight für Daredevil. So. Ist natürlich direkt mal blöd, jetzt ist das vorbelastet und ich lese das Heft mit der Erwartung, dass es ungefähr so unter die 5 besten Comics aller Zeiten kommt, was dann grandioserweise mal nicht funktioniert hat. Unabhängig, wenn man sich von diesem unnötigen Ballast, der dieser Kommentar mit sich gebracht hat, frei macht. Warum geht's denn grob? Erzähl mal. Ist es eine gute Geschichte und man kann auch nachvollziehen, warum er es gesagt hat, es geht eher so um die finale Abgesang-Storyline auf Daredevil. Es geht darum, dass Daredevil quasi nachdem man hier Shadowland hatte und böse geworden ist und sich quasi zum Kingpin von New York aufgesprungen hat, erstmal und jemanden getötet hat. Er hat nämlich den Kingpin getötet. Mhm. So, das ist hier so fiktiv, also das hat er gemacht, so nach dem Motto, ey, nichts anders hat mir geholfen. Damit spoilere ich übrigens jetzt, Entschuldigung, das ist das Ende vom Heft eigentlich. Und wird selber getötet. Das Heft geht damit los, dass irgendjemand der tötet. Das wird auf offener Straße gefilmt. Und er ist aber quasi schon in Vergessenheit geraten und sein guter Freund Ben Urich, also dieser Reporter, der halt in den Daredevil-Heften immer einen großen Bezug zu Daredevil hat, der soll quasi so die finale Abgesangs den Artikel schreiben und fängt an zu recherchieren. So,
was halten die Menschen noch von Matt Murdock, warum, was hat ihn dazu getrieben, sein Leben halt quasi der Gerechtigkeit und des Verbrecherkampfs zu opfern. Und der hat natürlich dann auch nur ein letztes Wort gesagt und dann, was hat es damit auf sich? Und also es ist so quasi die finale Storyline, ein bisschen so düstere Gesellschaft, die Menschen sind halt alle emotionslos und abgewrackt. Hört sich optisch und inhaltlich eigentlich nicht übel an, aber auch nicht schlecht. Also was wird es denn im Vergleich zu dem anderen geben? Also das hier, da ist irgendwas so 3, 3,5, weil wir machen ja keine halben Sterne, also so 3. Aber es hat Potenzial, also mir gefällt eben, es ist keine richtige Daredevil-Story, sondern Ben Urich reflektiert quasi die ganze Zeit auf Daredevil und die Art, wie der Held ist. Und dazu hat es mir optisch sehr gut gefallen. Also typisch Paul Sienkiewicz, der hat halt diese extrem vielen Striche und extrem sketchy Zeichnungen und so. Aber es hat gut, also es hat auch diese Einschübe von David Mack hinterher, die dann so ein bisschen besser, also ja, anders sind, den, so hier ja. diese. Mhm. Gefällt, also oder hier, gefällt mir bis jetzt, also ist ein guter Auftakt, wie gesagt, die Vorschusslorbeeren sollten nicht schaden, es soll eher so die Atmosphäre der Story beschreiben, als wirklich die Qualität, zumindest bisher. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig, das sind 8 Hefte, das ist relativ viel für 4 Euro, für 3,99 pro Heft. Ich werde das so von Heft zu Heft verfolgen, sobald, ich habe es nicht ins Abo genommen, sobald es schlecht wird, bin ich raus, kriegst es, ja. Aber noch macht es Spaß. Okay, jetzt komme ich mit meinem berühmt-berüchtigten Transformers-Blog dran. Wie jeder wahrscheinlich jetzt mittlerweile weiß oder auch nicht, es gibt 3 fortlaufende Heftserien. Einmal mittlerweile neuer im Programm ist die Regeneration-Geschichte, auf die der Malte mich sehr freundlicherweise gestoßen hat. Der hat mir so ein Zwischenheft besorgt, als er selber sich was bestellt hat. Und auch bei eBay für mich, weil ich es eben verschleppt hatte, noch so ein Retro-Band, in dem die letzten 4 Ausgaben des originalen Marvel-Heftes aus den 80ern... Da musst du ja sagen, du hast einen Schnapper gemacht. 10 US-Hefte für 4, 5 Euro. Ja, allerdings hatte ich die auch im Original. und ist dir das später aufgefallen? Oder? Nö, ich wusste das. Also ich muss einschränkend sagen, mir fehlte, glaube ich, 1 oder 2 Nummern von diesen Heften. Aber gegen Ende fehlen das sind insgesamt natürlich 80 Hefte. Und ich glaube, ich habe so circa... lass mich nicht lügen, 50, 60 davon und den Rest irgendwie in solchen Reprints. Aber ich habe auch schon so einen anderen, ich glaube sogar einen Hardcover-Reprint des Ganzen. Jetzt hätte ich mir da fast in die Nesseln gesetzt gerade. Ne? Ich habe das hier so durchgeblättert, also das Classic Heft. Mhm. Und halt wollte gerade sagen, so, ey, hier im Original, als die Zeichnungen noch wirklich so waren, sah das gar nicht so scheiße aus. Das hat irgendwie was Klassisches, das passt auch von der Kolorierung gut. Und ja, an den neuen ist das aber so gewollt nachgemacht und scheiße. Und jetzt habe ich gerade nachgeguckt, das ist der gleiche Zeichner. Ja, da macht es irgendwie die Kolumbien. Aber man muss auch sagen, da muss ich eben auch zurückrühren, mir gefällt es persönlich auch als Klassik-Liebhaber. Die Originalserie, die war so poppig. Diese hier. Ja, genau, die ersten 4. Ja, die hat halt diese typische, was ist das, 80er, 70er? Ja, 80er, 80er ist das auf jeden Fall. Später ein bisschen, 80er bisschen auch, matte Farben. Später 80er könnte auch schon mit 91 oder 90 gewesen sein, das kann ich dir nicht sagen. Jedenfalls sei dazu gesagt, das war eine sehr durchwachsene Serie. Also die hatten absolut viele Freiheiten, konnten sich da ausleben und gerade die letzten Bände sind also mit Vorsicht zu behandeln. Und auch zu der Optik, muss ich sagen, ist mir dann aufgefallen, wieso kommt es dazu. Da muss man eben schon Kenner sein, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre wollten sich die Transformers halt so ein bisschen rebooten, beziehungsweise Hasbro, die Transformers gepusht haben, ja. Und sind von ihrem Konzeptbilder bei weggegangen, was macht ein Transformer aus, dass er sich transformieren kann, haben den Fähigkeiten genommen und haben quasi diese Action Masters eingeführt und diese Action Masters... Ja, dieser Heidi auf dem Kamera. Nee, das ist er nicht. Das kommt jetzt. Und diese Action Masters sind halt die Transformers. Nur die hatten nicht mehr die Fähigkeit, sich zu verwandeln, die hatten so Hilfstierchen, die konnten das. Und plötzlich waren alle Transformers quasi Menschengestalt und jeder von denen war gleich groß. Vorher, jetzt macht das aus, dann ja genau. Und plötzlich waren Billy so groß wie Optimus Prime und alle anderen waren alle wirklich gleich groß. Mit so ein paar Ausnahmen, es ging ja noch in diese Generation 2 Geschichte, wo die alle plötzlich 90er Jahre Farben gekriegt haben, so grelles Neon, grelles Pink, etc. pp. Na gut, schlecht. Und darunter litt auch, glaube ich, mitten auf diese Zeichnung, weil wenn du reinguckst,
Die großen Unterschiede sind quasi auch hier nicht vorhanden. Nee, die Zeichnungen sind relativ gleich, es ist halt die Kolorierung. Das hat eine ziemlich moderne Farbe, sehr farbige. Und ich finde es furchtbar, wenn man eben guckt, die Heftqualität, also das Material ist natürlich Bombe. Also wenn du darauf drüber gehst. Nur Inhalt stimmt nicht. Ich musste auch zurückrudern. In dem Heft kam es noch vor, die haben so eine komische Supermenschen-Sport geschaffen, wo alle zusammen mit Riesenfüßen und was heißt. Und hier ist es der alte Freund von denen, also der Witwicky, der dann irgendwelche Fähigkeiten bekommt. Ich finde es relativ grottig. Ich sag's gleich, das ist voll überflüssig. Zwei wegen der für beide jeweils zwei. Okay. Da kann ich nicht so, also ich würde sie fast kicken, aber aus alter Gewohnheit. Ich bin ja eher gespannt, was jetzt hier passiert. Ich muss sagen, ich hatte ja groß angekündigt, Transformers zu lesen. Ich hab's auch angefangen. Aber gibt's nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Ich find's gut. Also ich hatte ja auch im Blog diesen Transformers-Marathon gestartet, den ich auch auf jeden Fall weitermache. Ich gib mir sogar Mühe. Tag 1 wartet auf Tag 2. Gib mir sogar. Marathon ist ja auch lang. Nein, aber ich werde mir Mühe geben, das sogar schon zu veröffentlichen, wenn dieses Video raus ist. Das ist nächste Zeit. Ich lese die alle. Also ich lese die wirklich alle. Weil die Serie, ich muss das nochmal hier so bestätigen. Ich habe die jetzt also angefangen als Typ, der absolut, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich kenne den Transformers Animated Film von vor wie vielen Jahren? 84 ist der. Ich kenne die ersten zwei Michael Bay Filme und fand die richtig grottig. So. Der dritte Teil ist der schlechteste den ich gar Film, gar nicht, wenn man das so nennen will, den ich je nicht bis zum Ende geguckt habe. Den habe ich halt nicht mal geguckt. So, das sind, wenn ich ehrlich bin, die einzigen bewussten Erinnerungen an Transformers, die ich habe, neben dass ich ein paar Actionfiguren kenne. Also ich bin das komplette Gegenteil zu Celi, was die Grundlage dieser Serie vorausgeht. Und ich bin eingestiegen mit diesem Death of Optimus Prime One-Shot und ich finde die Serie richtig, richtig gut. Auf jeder Ebene. Ich finde die stark gezeichnet, was mir bei IDW halt oftmals abgeht, dass die Zeichnungen für mich halt nicht den Standard haben von der DC-Serie von und auch geschrieben. Und der Einstieg ist perfekt. Also ich finde es vollkommen problemlos einzusteigen. Klar, am Anfang blättert man immer noch ein bisschen auf hin und her. Wegen der Charaktere. Charaktere. Das ist schwierig. Ich weiß da nicht. Für mich natürlich A, ich hatte von klein auch diese bei Transformers kam es immer wieder, dass du diese Guides hattest. Also die gibt es ja angenehmerweise hat ja eigentlich IDW in Heft 2 dann auch eingeführt, dass du hinten auf die letzte Seite blättern kannst und so eine kurze Charakterisierung. Aber die Transformers hatten teilweise so Bände mit Schwäche, Intelligenzfaktor und das ist ja von denen auch mit der Enzyklopädie. Genau, wenn man diese Enzyklopädie-Geschichten so einen Vorteil. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, ich bin halt seit Jahren dabei. Ja, aber ich finde, das ist ein überwindbarer Makel. So. Nach den ersten 3-4 Heften kommst du halt langsam rein. Und ja, also dann deswegen. Und ich bin sehr überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit die Serie geschrieben wird. Also ich bin überrascht, wie ernst man die Charaktere relativ schnell nimmt, wo man, also für mich, ich hatte das wie G.I. Joe und so halt ab, nicht mal als schlechte Comicserie, aber naja, es ist halt eine Toyline, die zur Comicserie wird. Wie ernst kann man das schon nehmen? Was natürlich auch irgendwie schon wieder ein dummer Gedanke ist. Ich nehme ja auch Serien ernst, wo Leute sich Schablex anziehen und durch die Lüfte schwingen. Aber ich bin überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit das geschrieben wird und wie gut und auch relativ ausführlich die Figuren charakterisiert werden. Also da bin ich, ja. Also zu dem eben gesagt, und ich danke Malte für die Lobhudelei, gibt es zwei fortlaufende Serien, die richtig stark sind. Das ist einmal Marvin Meets the Eye und einmal Robots in Disguise. Da muss man irgendwie seine Vorliebe dann eben halt machen. Ich sag zu beiden, beide sind gerade richtig on top. Mein Favorit momentan ist halt tatsächlich Robots in Disguise so ein bisschen, weil da sehr schön so eine Storyline über Dinobots und alte Transformers-Charaktere. Also läuft auch die Dinobots-Story noch weiter nach Dinobot-Mann? Die wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen auslaufen. Also in dem anderen hier mit Grimlock, das haben sie halt noch nicht zum Ende gebracht. Es kann sein, dass das wieder aufläuft, aber momentan ist es nicht so richtig im Fokus. Also das war so ein kleines Feature, was die gemacht haben. Das ist quasi rüber, dass die Charaktere nochmal auftauchen, beziehungsweise hier die Mannschaft der Dinobots, das ist nicht auszuschließen. Hat allerdings eher so ein Nebenplot-Geschichte, eine sehr gute, als dass sie wichtig ist. Beide Hefte bekommen an der Stelle von mir echt noch eine 4, weil ich sie immer noch genieße. Weil die hier, also die Morgan Meets the Eye, ist glaube ich so ein bisschen die gerade die etwas ernsthaftere, also weniger Wert auf Action, klar hast du diesen, ich muss fast sagen, es ist so ähnlich wie bei DC oder Marvel, du hast diesen kleinen kurzen Spot, wo ein bisschen was passiert, aber da gibt es eine viel ernsthaftere Rahmenhandlung. Optimus Prime wird als wieder als Pax wieder leicht eingeführt und die politischen, beziehungsweise die Ränkeschmiederei geht auch irgendwie sehr, sehr, sehr weiter und ab und an wird auch ein Charakter eingeführt. Zeichnungen sind halt wieder on top. Ja. Gibt es denn mittlerweile schon mal Andeutungen,
dass die Serien sich wieder irgendwie treffen, beziehungsweise die Teams? Noch nicht. Eigentlich noch nicht wirklich. Gut, also ich finde es immer gut, wenn sowas lang und konsequent durchgezogen wird, wenn man nicht irgendwie nach 5 Heften schon wieder alles immer drauf wird. Die Zeichnungen sind also in ihrer Qualität ähnlich, nur die Kolorierung unterscheiden sich deutlich. Also das ist relativ matt hier. Matter, ne? Und hier ist es halt eben knackiger. Was auch eben so ein bisschen so eine kleine Widerspiegelung, man soll es nicht über den Kamm scheren, aber die ist halt so ein bisschen storylastiger, als es jetzt hier die Robots in Disguise Geschichte ist. Momentan zumindest. Und deswegen die knackige Erfahrung. So, aber es gab Annuals. Es gab Annuals zu beiden Serien. Das sind wobei sie bei welcher Nummer? 9. Nicht mal die 12 abgebracht. Ja, ich glaube sogar, dass die Annuals vor denen hier kamen. Also vor, also zur 8 erschienen diese Annuals. Also nur ein verschobener, also ich glaube ein Monat war dazwischen jeweils. Und da muss ich sagen, war das erste, was mir nicht gefallen hat, dass du in der Hand hältst. Also das Annual der More Than Meets the Eye. Das ist denn der gleiche Autorenteam, Roberts? Teilweise, ja, aber der gleiche Autor. Aber was man eben sagen muss, ich finde die Story einfach belanglos. Also es kommen Aliens irgendwie drin vor, Zeichnungen sind gut und es gibt auch einen speziellen Flashback-Zeichner, der auch das Retro ein bisschen besser wiedergibt als andere. Aber da wäre jetzt mal so eine Frage von mir. Ich finde das ja immer bei so Annuals schwierig. Auf der einen Seite will man ja, dass die irgendwie wichtig und gut sind. Auf der anderen Seite finde ich es dann immer auch ein bisschen billig, wenn sie sagen, du musst das Annual kaufen, wie sie das verstehen. Das ist ja so ein bisschen Widerstand. Das haben sie halt wirklich nicht gemacht. Das muss ich ihnen als Props dazugeben. Das hier ist vollkommen überflüssig. Und dem Heft gebe ich auch, ich muss es halt sagen, gut gezeichnet, ich stehe zwischen 2 und 3, gebe den aber, weil ich ein Zeichen setzen will, nur eine 2, dem Heft, dem Annual. Hingegen das Robots in Disguise, das Annual, das fand ich so gut, ich bin fast geneigt, dem eine 5 zu geben. Ich gebe dem eine sehr gute 4. Also es gliedert sich aber auch in die Hauptstory. Es gliedert sich in die Hauptstory teilweise ein, ist aber auch vielmehr eine autarke Geschichte. Also einerseits schafft es gibt so einen Hauptstrang, der sich an der Hauptstory orientiert und vertieft halt die Charaktere, ohne dass man, sag ich mal, wenn man nur die Hauptstory liest, dann wird man in der Handlung nicht vermissen. Aber die beleuchten halt nochmal so Animositäten zwischen Starscream, also den Decepticons und den Autobots, was da irgendwie vor sich geht. Und zum anderen halt eine wundervolle Flashback-Story, also so eine Legendengeschichte, wo also so ein Team an Transformers, die irgendwie jetzt bunt zusammengewürfelt sind, auf diese Giganten in diesem Universum treffen und auch mit richtig starken, abwechslungsreichen Zeichnungen. Also ich war wirklich schwer begeistert. Also ja, aber was ich jetzt sagst, du gibst eine gute 4. Ich gebe eine gute 4. Was ich jetzt nochmal kurz nachfragen muss, auf der anderen Seite, wenn man das erste Mal in die Hand nimmt, die sind in diesem, wie nennt man das, Prestige-Format. Ne? Also es ist schon noch Heft, aber es hat ein bisschen einen gestärkten Rücken. Und auf der einen Seite hätte ich gesagt, Aufmachungen sehr gut, sind auch knapp 50 Seiten. Allerdings sind natürlich 8 Dollar auch jetzt eine Ansage. Bei die Hefte von IDW kosten nochmal 4 und sind dann wahrscheinlich knapp 30 Seiten. Ja, das heißt, das kommt allerdings auch ohne Werbung aus. Also man muss mal gucken. Also effektiv hast du da 22 Seiten, muss ich sagen. Ja, das heißt, du zahlst knapp das Doppelte für, auch ungefähr das Doppelte an Heften. Ja, das ist halt eigentlich halbwegs Sinn. Und das, was mir wert, das hier nicht. Also, und ich sag mal, ich hoffe, dass du deinen Marathon durchziehst, dann kriegst du die natürlich auch, nachdem ich die Cover für die Sendung eingescannt habe, und dann können wir künftig uns noch intensiver damit beschäftigen, aber das war's jetzt zu meinem Transformers-Blog. Und weiter im Text. Ich habe für dieses Mal, ich hatte echt viel zum Auswählen, und ich habe mich mal entschlossen, eher die... Ja, doch, ein paar bekannte Serien mag ich ja, aber auch, es bietet sich ja an, wenn man eine neue Serie hat, die auch mal mit reinzunehmen und mal ein bisschen was Interessanteres hat, worüber man reden kann. Und die Rede ist von, man kann es, glaube ich, ganz gut lesen, Happy. Irgendwie ist jetzt noch ein ziemlich unpassender Titel für die Serie. Das ist die neue Serie von Grant Morrison, also dem Autor, bei dem manche zwischen Genie und Wahnsinn also schwanken. Entweder man mag den, glaube ich, ziemlich gerne für seine abgedrehten Stories, über die man ein bisschen nachdenken muss, also V3, Final Crisis, Seaguy, was hat er noch gemacht? Früher natürlich die X-Men geschrieben, jetzt schon sehr lange bei Batman aktiv. Und Derek Robertson, den kennt man von The Boys und von Transmetropolitan mit Warren Ellis. Und die haben eine neue Serie gemacht bei Image, also alle Leute rennen jetzt zu Image, hatte ich ja schon bei Brubaker erzählt und so. Das heißt, die ganzen Autoren veröffentlichen jetzt ihren Creator-Owned Kram bei Image. Und die Story ist, für Grant Morrison-Fans kann ich direkt mal sagen, relativ leicht zu verstehen und sehr geradlinig. Also nicht total viele Metaebenen, über die man irgendwie nachdenken muss, nicht so
verwirrend geschrieben, dass man nicht reinkommt. Es geht eigentlich erstmal relativ klassisch los. Es geht um Nikki Sachs. Das ist so ein ehemaliger Cop, jetzt Kopfgeldjäger, Auftragkiller, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ganz wilder, böser Typ. Mhm. Der halt irgendwie sich mit so einem Mafia-Clan anlegt und die halt eben so, da so vier so Typen umbringt. Daraufhin selber angeschossen wird und ins Krankenhaus eingeliefert wird und parallel läuft die Story, dass er wohl gerade die vier Typen umgebracht hat, die als einzige das Passwort zum Familienvermögen hatten. Und jetzt denken die Killer, also er wollte das Passwort gar nicht hören, er weiß es nicht, aber jetzt denken die Killer, er hat das Passwort und machen sich also auf ins Krankenhaus, um ihn da aufs Übelste zu foltern, um das Passwort aus ihm rauszukriegen. Und er ist halt so dieser klassische abgewrackte Ex-Cop, versoffen, sieht ein bisschen abgeranzt aus, will am liebsten auch sterben eigentlich und schimpft im Krankenhaus auf dem Weg ins Krankenhaus auch die ganze Zeit darauf, so, warum habt ihr mich gerettet, hättet ihr mich doch verretten lassen, wäre die ganze Scheiße endlich mal vorbei gewesen. Mhm. Würde in dem Film perfekt von Bruce Willis gespielt werden, so Last Boy Scout mäßig, also so diese abgehaltene. Oder von einer von denen, wie heißt der, die so Brüder sind. Diese drei Stück, der sieht dem, finde ich, viel ähnlicher. Baldwin? Ja, die Baldwin-Brüder, hier der Älteste. Alec, glaube ich. Der wird da passen. Auf jeden Fall so ein abgewrackter Typ ist dahin, also eine gut geschriebene und von Derek Robertson gut gezeichnete, aber relativ überraschend unverwirrende Story, dachte ich zumindest. Und dann geht quasi der Twist los, weil aus irgendwelchen Gründen hat dieser Nikki Sachs im Krankenhaus plötzlich Halluzination von so einem blauen Einhorn. Esel, der sehr cartoony aussieht, auch gar nicht so richtig in die Zeichnung passt. Und der hat halt diese Halluzination und der sagt ihm, ey, ich bin keine Halluzination, ich bin ein imaginärer Freund, das ist 5 Stufen über Halluzination. Und du musst irgendwie die Heidi retten, ich bin normal der imaginäre Freund von diesem kleinen Mädchen. Und die müssen wir retten, du musst mir dabei helfen und dafür musst du jetzt erstmal auf mich hören, weil hier ist gerade ein Killerkommando von der Mafia auf dem Weg ins Krankenhaus, um dich umzupusten. Und wenn du jetzt überleben willst, willst du auch auf mich hören. Du musst auf mich hören und damit endet die Story quasi. Ja, finde ich toll. Es ist einfach so, es war bis jetzt halt von der Story gar nicht mal so exorbitant gut geschrieben. Mhm. Aber es macht schlicht und ergreifend neugierig. Mhm. Also wie wird das Ganze das jetzt aufgelöst? Ich glaube, als fortlaufende Serie erstmal angelegt. Mhm. Also ist nicht. Nee, 1 of 4. Wenn man lesen kann, ist man schnell im Vorteil. Ja, ja gut. Kostet also schön aufgemacht, 2,99 und Stars. Bis jetzt, also wie gesagt, ein guter Start. Ich gebe nicht mehr als 3 Sterne, muss ich sagen, einfach weil noch nicht genug passiert ist, aber es macht einfach verdammt neugierig, wie denn jetzt diese lustige Kombination zwischen eigentlich sehr erwachsenem Comic, also es wird vorher auch ordentlich, ist auch ordentlich gewalttätig, es gibt sogar Sex und so. Sex. Und eben diesem blauen, imaginären Pony-Dings Fabelwesen ausgeht. Ja, cool. Auf zum Atom! Auf zum Atem! Auf zum Atom! Auf zum Atem! Besser. So, jetzt mache ich Lodge weiter mit einem ganz kurzen Blog. Wir machen nachher unsere Maschinengewehr-Reviews. Vorher wollte ich nur kurz den Simpsons-Blog noch machen, der wahrscheinlich eh nicht kurz verlaufen wird. Womit will ich anfangen? Was ist das? Worum geht's hier? Ach ja, es gibt halt 3 laufende Hefte, beziehungsweise 2. Das ist einmal Bart Simpson und einmal die Sticker Simpsons-Comics. Und da sind noch Sticker rausgefallen. 3 Stück? Ja, es gab 3 Packungen. Und jetzt ist es teurer geworden? Bleibt bei 2,70. Und ich muss sagen, mal abgesehen von diesen 3 Sticker-Päckchen, bei denen ich überhaupt kein Verlangen habe, die zu öffnen, muss ich sagen, das aktuell laufende Heft hat mir überhaupt nicht gefallen, werde auch jetzt nicht mehr weiter auf den Inhalt eingehen, also es wird irgendwie auf lahme Art und Weise das Facebook-Phänomen bearbeitet, also die reguläre Simpsons-Geschichte nicht kaufen, ich würde sowieso empfehlen, wer bis jetzt also kein Hardcore-Sammler ist, wie ich es beispielsweise bin, der kann gern mal irgendwie ab und an sich ein Heft holen, das sind halt keine Verluste, wenn man sich nicht alles da holt. Empfehlen kann ich diesmal also die Bart Simpson Ausgabe. Es ist eine starke Story mit Sergio Aragonés drin, die Kids werden halt beleuchtet und knappe Kurzgeschichten sind drin, also kann ich nur empfehlen. Wo ich dem Simpsons Heft also eine magere 2 geben würde, gebe ich dem hier eine solide 3, kann man sich zwischendurch mal reinfahren.
Und immer so ein Dark Horse, so ein Überraschungsviech ist halt immer das Horror. Wobei, wie kannst du denn jedes Mal Überraschungsviech sein? Ja, es überrascht einen, ist es gut oder ist es schlecht. Und ich fand es in dem Fall ein bisschen öde. Ja, was kam dabei? Entschuldige. Wieder ein Päckchen Sticker kam dabei. Interessierten Toten. Vor allem, weil die Simpsons-Macher also eben so die Angewohnheit haben, Hefte, die irgendwie wohl in anderen europäischen Ländern vor 10 Jahren rausgekommen sind, irgendwie dann die alten jetzt auch uns zu veröffentlichen. Finde ich ziemlich scheiße. Und deswegen interessiert mich das auch gar nicht. Das ist reine Abzockerei. Interessant von den Zeichnungen her ist es allemal. Die Story ist dafür umso schlechter. Also es gibt ein paar andere Story-Arcs, also... Keine Kelly Jones Zeichnung, normal freue ich mich bei den Halloween Sachen, die immer mit Kelly Jones was zeichnet. Ich war eher enttäuscht, ich muss es nicht haben, ich habe es mir auch wieder nur geholt, aber weil das ich... Das ist jetzt das Gene Hart. Ja, das ist ein Einwurf, also so ein bisschen nochmal ein Album. Das ist cool. Denken. Es ist okay, also ich hätte, man kann ohne damit legen für den Gelegenheitsleser. Aber das hat ein bisschen Robert Crumb mehr. Ja, das ist auch ein bisschen geil. Absicht, aber das zeigt aber auch die Einfallslosigkeit. Du beschäftigst dich mit einem gewissen Thema und weil du es nicht füllen kannst, machst du es mit einer komplett anderen Zeichnung. Grossard ist wieder gut. Grossard ist auch eine Überraschung. Dann sag ich mal, aber es ist doch noch nicht alles, was zu Simpsons zu Halloween kommt. Es kommt doch noch dieses Horrorbuch. Na, ja gut, das Horrorbuch interessiert aber keiner. Das ist wieder Geldmacherei in Softcover-Format. Was man auch sagen muss, man wegen der Veröffentlichungspolitik, die geben uns hier eine Packung Bildchen bei. Und was kommt halt in der normalen Bart Simpsons-Ausgabe, die demnächst kommt? Da kommt eine Halloween-Maske mit bei. Wäre es nicht viel schlauer gewesen, die Halloween-Maske hier dem Horror-Show-Ding zu geben? Naja, fragwürdig. Ich muss auch ganz extrem sagen, die Simpsons sind bei 192. Ähnlich denke ich ja auch leider bei Star Wars eben drüber. Also, wenn ich die 200 voll mache, das wird in 8 Monaten sein, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich dann nicht eventuell nur den Bart Simpson bei dem lese, weil der ein paar... Ne, ich kann sowas machen, ich kann sowas. Ja. Ich bin nicht süchtig. So sieht's aus. Aber jetzt zu unseren 30 Sekunden. Wir kommen also zu dem Segment, was in der letzten Ausgabe gerade durch den Not geboren wurde, weil wir immer viel zu... Wir hatten das Problem, die Sendungen waren zu lang. Wir hätten ja immer, wenn wir alles gereviewt hätten, die 3 Stunden voll machen können. Und wir lesen aber so viele Hefte und wollen über jeden Scheiß was erzählen. Also haben wir ja dann beim letzten Mal dieses Segment eingeführt. Geklaut vom iFanboy-Podcast, wo die immer so eine Glocke haben und das The Bell nennen. Oh, ich sag mir keine Glocke. Ja, weil wir keine Glocke haben. Haben wir halt nicht. Weißt du, wo ich das letzte Mal so ein Waitress-Ding gesehen habe? Ja, auch in der Erwachsenenabteilung Bibliothek. Da stand ich mit einem Horrorvideo in der Schlange und hab da gewartet, wusste jetzt nicht, dass ich das Ding drücken musste. Und hinter mir war so eine Schlange mit Porno-Ausleihleuten und die haben sich nicht getraut, mich anzusprechen. Fand ich lustig. So, auf jeden Fall. Wir suchen immer noch nach dem richtigen Titel, weil wir hatten One Hot Minute überlegt, aber das macht keinen Sinn, wenn man nur eine halbe Minute pro Heft macht. Mhm. Ich hatte schon so einen Minutenterminwitz im Kopf, aber der hat irgendwie nicht funktioniert. Es wird also auch darauf hinauslaufen, dass wir alle Hefte, die wir quasi nicht in diesen regulären Reviews unterkriegen, wovon gleich noch welche kommen, halt quasi in einer halben Minute abhandeln und relativ strikt sind, wenn die halbe Minute vorbei ist, ist halt auch der Wortbeitrag auch beendet. Das heißt im Nebeneffekt, dass wir probieren werden, noch schneller zu reden, als wir es eh schon tun. Wo sicherlich jetzt ja manche fragt, die haben aber sowieso schon immer so schnell, ich verstehe kein Wort. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, wir haben so... Ich lockere mein Kind. So 10 Hefte kommen wir jetzt noch ungefähr insgesamt. Ich habe 2, 3, 4, 5, genau. Ihr werdet überrascht sein. Und wir legen los. Ich fange an? Ja. Okay. Und los. Batman Nummer 0. DC hat Zero Month, das heißt alle Hefte aus dem... September hatten, es war eine Nullnummer, hatten sie schon mal, ging also jedes Mal um die Origin und Einführung neuer Hefte. Bei Batman, da es so viele Batman-Hefte gab, wurde ja nicht nochmal die Origin erzählt, sondern quasi so ein kleines Erlebnis mit Jim Gordon und Einleitung einer neuen Storyline fürs nächste Jahr, Red Hood, dank starker Zeichnung immer noch sehr gut. So, neues Star Wars Heft, das letzte haben wir so schlecht bewertet und auch es geht ähnlich schlecht weiter. Die Story ist komischerweise ziemlich erträglich, nur der Inhalt geht gar nicht, kann ich nur dringend abreiten. Meistens maximal eine 2, aber bald kommt die 100 und da lohnt sich das zugreifen. Ja, du hast noch 10 Sekunden, dann sagen wir brauche ich nicht. Storyline ist nicht gut, ne? Okay. Ich rate ab.
Weiter geht's mit den diversen Batman-Heften, die ich irgendwie abhandle. Das wird quasi ein eigener Batman-Blog. Wir sind bei Batman Incorporated. Auch hier wird quasi nicht die Ink. Die Batmans Origin erzählt, das wäre auch ein bisschen langweilig, die kennt nur wirklich jeder und außerdem gibt es 1000 Batman-Serien, wo man das sonst machen kann, sondern es wird quasi so die Rekrutierungsphase von diesem Batman Incorporated gezeigt, also wie Batman quasi, nachdem er sich entschlossen hat, das zu machen, durch die Welt reist und alle möglichen exotischen Helden rekrutiert, um unter dem Batman-Banner zu kämpfen. Starke Zeichnungen von Chris Burnham und Fraser Irving, kaufen. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach, I'm Popeye the Sweat Whaler Man. Nächstes Heft, Popeye, reguläre Serie Nummer 5, ist ein sehr gutes Heft mit gewohnt starken Zeichnungen. Heft ebbt ab der Mitte ein bisschen ab, aber trotzdem 3 Punkte. Ich erwarte, dass der Klassiker, also IDW will auch die klassischen Serien nochmal neu rausbringen, ohne die gelesen haben, empfehle ich die auch sehr stark weiter. Kann nur sagen, Batman, kein falscher Kauf. Popeye, du hast mich verwirrt. Ja, alles Batman. Batman und Robin Nummer 0. Eigentlich total starkes Heft, erzählt quasi die Origin von Damien, also wie er quasi von Talia al Ghul großgezogen wurde, um eben ja, Killer und Superkämpfer zu sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann das erste Mal seinen Vater kennenlernt. Schön, dass quasi das Bild aus der ursprünglichen Szene aufgegriffen wird und sehr, sehr starke Zeichnung von Patrick Gleason, kann ich nur empfehlen, super coole Action-Szenen mit Damien. Auch ein gutes Heft. Endlich bin ich an eine Ausgabe von Battle Beasts rangekommen. Wer es nicht weiß, das ist so eine, tatsächlich so eine abgelegte Miniserie von den Transformers, war in den Hitmasters mit drin. Möchte ich noch nicht so viel zu sagen, habe es angelesen, werde es erst reviewen, weil ich alle 4 Hefte habe. Leider macht das den schlechten Eindruck, weil man zu viel Umgang mit Menschen hat. Immer das Problem bei diesen Serien. Ja, immer. Mit dem besten Heft der Nullnummern. Eigentlich bin ich bei Batwoman ja schon länger ausgestiegen, also wir reden von Batwoman Nummer 0, wer das nicht an dieser rothaarigen Kämpferin schon längst erkannt hat. Eigentlich bin ich bei Batwoman ausgestiegen, weil es war nicht so geil und J.H. Williams 3 war ausgestiegen, aber das ist eigentlich eine perfekte Charakterstudie des Knackers. Die kann man ganz losgelöst kaufen, wer einfach mal richtig tolle Zeichnungen sehen will mit einem sehr guten Spiel von 2 verschiedenen Stilen. Super Charakterding. Beste Heft der Nullnummer. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, Super Striker. So, bei mir ist jetzt auch endgültig das neueste Trade der Turtles angekommen. Natürlich ist der schon in Heft der Sonne erschienen, das dritte. Absolute Empfehlung, glatte 4, vielleicht eher Tendenz zu 3, was nicht so perfekt ist, aber wirklich spannend und gut, kann ich jedem nur ans Herz legen, für alle Comicleser. Wir können ja mittlerweile auch die aktuellen Sachen reviewen und das ich meine, da ist Schredder vorne drauf. Und schöner Prägedruck. Ja, lohnt. Na? Weiter im Text. Letzter Heft von mir. GLA oder Justice League, das A ist ja noch gespart, kommt erst im nächsten Jahr, Nummer 0. Und es ist quasi eine komplette also der größte Teil ist eine Shazam-Story, bisher eigentlich ist Shazam hier nur Backup. Und jetzt kriegt er aber endlich die Kräfte, verwandelt sich in eben Captain Marvel und probiert ein bisschen mit den Kräften aus. Es ist immer noch der Appeal der Serie, dass Billy Batson ein Arsch ist. Aber das ist super, Gary Frank-Zeichnung ganz stark. Und am Ende wird dann wieder mal ganz nett in einer anderen Story die das zukünftige Event angeteased. Gutes Heft auch, wie immer, alles gut. Ja, so, auf geht's. Jetzt kommt noch so ein kleiner Exot für die Kleinen unter uns, das Playmobil-Comic-Heft. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Das ist ein kompletter Comic, ein paar Poster drin. Ich habe sie nur gekauft, weil es gab so eine Cowboy-Figur mit bei. Und wer es nicht weiß, ich bin ein feuriger Anhänger der Playmobil-Piraten und Cowboy-Serie. Das heißt jeder, es ist eine kleine Plastikfigur zum Spielen. Natürlich ja. Ich habe vor, mal einen kleinen Film drüber zu drehen bei irgendeiner Gelegenheit. Deswegen sammle ich so viel Zeug an mir, wie es geht. Und was man jetzt sagen muss, wirklich nett gemacht für die Kleinen unter uns. Man kann Abenteuer nachspielen. Ja, stopp. Oh, gut, noch mehr Zeit geblieben. War überraschend, ne? Ja, ich bin im Gegensatz zu dir häufig, ja. Aber es macht nichts. Ich bin gut. Ja, alles, was ich wollte. Kommen wir zu weiteren Reviews. Ja. Wir kommen zu Animal Man und Swamp Thing. Animal Man habe ich ja nur angefangen, weil es jetzt das Crossover mit Swamp Thing gibt. Die beiden Nullnummern, ja, muss ich sagen, waren ganz, ganz nett. Bei Animal Man wird ein bisschen mehr so der Bezug aufs Crossover gelegt. Das, was ich hier sehr witzig fand, ist,
es wird die Origin von Animal Man erzählt, aber so quasi wie sie wirklich war. Das heißt, es wird in der Heftserie ist mittlerweile schon bekannt geworden, dass eben auch Animal Mans Tochter quasi so einer dieser Avatare ist, die in Zukunft für dieses, für, es gibt ja quasi die drei, vier großen Parteien, The Red, The Green, The Rot und, nein, es gibt drei, sind es nur, The Green, The Red, The Rot. Und dass die quasi auch Avatar fürs Red ist und dass man dieser es gibt so einen Rat, der hinter jedem dieser Dinger steht, also die das so überwachen, wie beim Green Lantern Corps ja auch, wo es diese Wächter gibt. Und die hatten das Problem, dass sie keinen Avatar hatten, aber einen brauchten. Aber normal wachsen, also werden die Avatare in ihre Rolle reingeboren und erwachsen in ihrer Rolle. Jetzt hatten sie das Problem, wo kriegen sie so spontan eine her und haben sich gesagt, ja, mach mal einen Übergangs-Avatar, nehmen wir Buddy Baker. Und dann mixen sie ihm wirklich so die Kräfte zusammen und denken, ah, machen wir ihn bloß nicht zu stark, nur der soll ja nur auf seine spätere Tochter mal aufpassen, aber der soll nicht godlike werden und so. Und das Witzige ist, sie sagen, wir müssen das ja irgendwie so verpacken, dass der das selber noch mit seinem Geist aufnehmen kann, damit er nicht wahnsinnig wird, und verpacken das in so eine ganz geile Alien-Storyline, also wie er so ganz klassisch von Aliens entführt wird und dann docken dann die an ihm rum und danach hat er Superkräfte. Und das nimmt natürlich so ein bisschen das Ganze auf die Schippe, weil soweit ich weiß, war das bisher die offizielle Origin, dass der wirklich von Alien irgendwie so die Kräfte gekriegt hat. Und das wird hier dann ganz so ein bisschen karikatiert, dass er denkt, er wäre von Aliens der Auserkorene, und echt hat man gesagt so, ja, machen wir so einen Übergangstypen, bloß nicht zu stark, der soll ja auch nicht so lange durchhalten. Fand ich ganz witzig. Bei Swamp Thing ist eigentlich bei mir noch weniger hängen geblieben, außer dass ich die Zeichnungen cool fand. Und dann geht es jetzt eigentlich richtig interessant, ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, wird es jetzt erst mit dem Crossover, nämlich Rot World. Das heißt, die beiden waren ja hatten ja gedacht, wir treten den Bösen jetzt mal ordentlich in den Arsch, dabei hatten die Bösen sie nur ausgetrickst, sie in alle Falle gelockt und hier sind sie zurück in unserer Welt. Ein Jahr ist vergangen, obwohl sie dachten, es wäre nur ein paar Minuten vergangen. Das Böse hat seit einem Jahr gesiegt und herrscht über die Welt, es gibt nur noch so leichte Rebellen überbleibsel. Ähnlich wie jetzt bei Terminator zum Beispiel oder so. Und jetzt ziehen sie eben los, finden jeweils ihre Verbündeten und treten halt den Kampf gegen das Rot an. Und ich finde die Storyline bis jetzt ganz cool, weil man ein bisschen so die... es hat so ein bisschen was Zombie-ähnliches, aber es ist ein bisschen mehr und gruseliger und die Monster sind echt schön fies eklig. Und was ich immer gut finde, ist dieses... eigentlich haben wir schon alle verloren. Es ist nicht immer so dieses klassische, oh, die Welt geht unter, wir retten es noch, sondern der Menschheit wurde schon ziemlich ordentlich in den Arsch getreten. Und auch die Geliebte von Swamp Thing ist schon tot, das ist in dem Jahr passiert. Und die Familie von Buddy Baker ist besessen. Und wo ich sagen muss, ich dachte, bis jetzt spielen ist das zwar ein Crossover, aber die Serien, es ist nicht so, dass das Part 1 von dem Crossover ist und das Part 2, noch könnte man sie relativ getrennt lesen. In dem einen Heft sieht man halt, wie Swamp Thing sich in dieser neuen Umgebung orientiert, wie er Poison Ivy trifft, wie er in dieses letzte grüne Stück kommt mit dem Parliament of Trees und eben den Kampf aufnimmt. Und bei Animal Man ist es eben getrennt, Animal Man trifft Steel und noch so und Beast Boy und so, die letzten und Hawk, ja, und muss gegen Hawkman kämpfen. Und noch spielt es in der gleichen Welt, läuft aber noch relativ getrennt, also noch würde ich nicht mal sagen, man muss beide Serien lesen, auch wenn es Spaß macht. Ist mir beim letzten Mal übrigens beim Scannen aufgefallen, leider hier diesmal nicht, aber die letzten Mal. Kommt zusammenhalten, die sind erst beim Scannen aufgefallen. Aber muss ich sagen, gute Hefte, ich würde denen auch, also den die beiden waren eher so mittelmäßig, da würde ich so eine solide 3 geben. Die hier würde ich schon eher zur 4 tendieren. Dann gib sie doch. Ja, gebe ich ja auch. Vor allem muss ich beim Swamp Thing nochmal die Zeichnung erwähnen, es ist endlich wieder Yannick Paquette der Zeichner, der Typ, der also eigentlich der ursprüngliche Hauptzeichner der Serie ist. Und das macht dann doch schon nochmal einen immensen Unterschied bei den Zeichnungen. Also da sind tolle Action-Szenen und die Monster sehen echt gut fies aus. Muss ich sagen, bleibt, also es ist eine Horrorserie, also man sollte jetzt auch nicht irgendwie ein großes Charakterstück oder irgendwie eine tolle Indie-Serie erwarten, aber wer auf eine ganz gute Horrorserie mit fiesen Monstern steht, ist bei Swamp Thing immer noch gut beraten. So, jetzt kommen wir zum Godzilla-Part. Ja, ein Heft der laufenden Serie, nicht von dem, wie war das, wie hieß der? Half Century War. Hat mir ja nicht da so gefallen. Da kommt beim nächsten Mal die 2, ne? Ja, ich denke, beim nächsten Mal kommt die 2. Und ich muss sagen, die Serie ist mir mittlerweile ans Herz gewachsen. Also am Anfang war ich ja sehr, sehr skeptisch. Ja, aber mittlerweile gefällt mir das schon sehr. Also ich habe das Heft jetzt aber so...
Also ich habe mich an die, also vielleicht erstmal gesagt, ich habe mich an die Zeichnungen mittlerweile halt gewöhnt. Nee, die Zeichnungen sind nicht mein Problem. Die Zeichnungen sind gut. Also was ich eben positiv hervorheben will, eben, es gibt halt jetzt einen neuen Storyplot, also durch das Mädel, das dazu gekommen ist, das ja meine letzten Review eben erklärt. Und dann haben die noch so eine kleine, sind sie noch ein bisschen abgekommen, also so ein Typ, reicher Mann. Derek, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist doch die perfekte, also es gibt so einen reichen Industriellen, der sich mit, der quasi Mechagodzilla baut und ist dann mit Mech... Und wieso? Das ist doch dieser Typ, dem Virgin gehört. Dieser, der auch immer ins All fliegt. Das kann gut sein, ja. Sieht fast rein so aus, also das ist... ja, so wie sie hier Jason Statham genommen haben. Brunson heißt der? Das kann ich, dir nicht sagen. Also, wie dem auch sei, das ist ein reicher Typ, baut sich so Mecha-Godzilla gegen normalen Godzilla an und macht dann nur Scheiße oder so richtig einen totalen Schaden an. Ja, genau. Und wer kriegt's vorgeworfen? Also hier die, das Heer, der Kopfgeldjäger, Jason Statham, kriegt's vorgeworfen. So endet das Ganze. Es wird halt wie beim letzten Mal, ich finde es ganz gut. Es gibt einmal quasi den Part der Hauptstory, das ist dieser Kampf zwischen Mecha-Godzilla und Godzilla. Wo man beziehungsweise die Hauptstory bleibt ja nach wie vor, was passiert diesem Kopfgeldjäger-Team, beziehungsweise ja, genau, dem Hauptstory. Die halt da jetzt eher so Kollateralschaden sind, also die müssen aufpassen, dass sie jetzt in diesem Kampf halt nicht getötet werden. Der Kampf, der zwischen den beiden läuft, weil die halt rechts relativ rücksichtslos die Stadt zermalmen, das wirft er ihm eben auch diesen Typen vor. Und parallel gibt es auch eben die Storyline, da wird wieder dieses, was beim letzten Mal, es gibt ja dieses Monster Island. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt. Und es gibt jetzt, jetzt kriegt man raus, was der Plan ist, nämlich die wollen irgendwie wahrscheinlich auf Godzilla irgendwelche Pheromone sprühen, sodass er sich in irgendeines dieser anderen Monster verliebt und wahrscheinlich dann angelockt wird oder von denen gekillt wird oder gefangen genommen wird. Das heißt, dieser Plan, dieses große Ganze läuft immer noch so im Hintergrund. Aber so wie ich das verstanden habe, wollten die auch dafür sorgen, dass der, wahrscheinlich wollen die noch irgendwas nachzüchten. Also oder so. Das eben verstanden. Nur was man eben auch sagen muss, typisch jetzt für die letzten zwei, drei Hefte war, dass dieser Mantel, also diese Rahmengeschichte, wie du sie am Anfang oder am Anfang, Ende, meistens so die letzten zwei Seiten am Ende sind das, die darauf hindeuten. Wie gesagt, also für so eine Serie, die man nicht zu ernst nehmen sollte natürlich, finde ich das knackig, macht einen Kollegen aus. Ich fand, mein Highlight war halt, wie dieser total größenwahnsinnige industrielle Typ, ich meine, der heißt Brunson, das ist der auch jetzt so das als erster so Privatflüge ins All anbieten will und der diesen Virgin Record Store gehört, der da so voll ausrastet. Ich meine, das ist der Brunson. Auf jeden Fall, der ist sehr deutlich daran angelehnt und der sitzt halt in diesem so total größenwahnsinnigen diesen Mecha-Godzilla und labert halt auch so einen total überzogenen also irgendwie ständig in Kontakt über Funk oder so mit den Mega-Leuten. Und die sind die einzigen, die wissen, dass die damit nichts zu tun haben. Ne? Und zerlegt dann halt einfach mal die Stadt. Dings, dann ist der doch gar nicht in Kontakt. Der redet einfach die ganze Zeit mit Godzilla, aber labert hier sowas wie I learned how to do this in Texas und the US of fucking A. Aber ich meine, der hätte sie irgendwann kontaktiert, aber das macht ja jetzt auch nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich geb ihm eine solide 3. Ja, die 3, also ich bin nicht so begeistert wie beim letzten Mal, also wenn das Niveau gehalten wird, würde ich ein bisschen abwerten, aber gut, ich bin gespannt, wie Half-Century War wird, quasi im Kampf der beiden Godzilla-Serien. Ja, ich weiß ganz eindeutig, welche ich bin. Nein. So, weiter. Und zwar mit diesem Heft. Es heißt, ich muss mal nachgucken, Legends of the Dark Knight. Tales of the Dark Knight, dass die immer noch neue Namen finden. Es gab, glaube ich, mit diesem Dark Knight und Legends und Tales und Stories und... Ich habe ja als Heranwachsender diese Drachenlanze-Fantasy-Bücher gelesen. Ja. Und da gab es irgendwie... Da gab es auch Comics vor. Ja, die Internet... Ja, aber das war mega schlecht. Ich hatte sie natürlich auch. Aber die waren brutal schlecht. Um nochmal zu erklären. Du kriegst mittlerweile Hörspiele, nur als Empfehlung. Das ist eine neue, ist auch eine Nummer 1 und dieses Heft sammelt 3 Kurzgeschichten, die eigentlich in digitaler Form erschienen sind. Also diese Legends of the Dark Knight ist halt eigentlich eine digitale Serie. Da kommt, ich glaube, 99 Cent kommt einmal im Monat, kommt halt eine digitale, da pusht DC sein Digital-Bereich mit, was ja auch vollkommen okay ist. Und das wird jetzt eben quasi immer nachträglich hier in diesem Heft. Ja, ich hoffe, das passiert öfter. Du weißt ja. Richtig gut. Also erstmal geht schon los. Super starkes Ethan Finn Skyver Cover. Und wie Celi es schon sagt, es gibt 3 Geschichten. Erste finde ich super. Erste ist super, die ist geschrieben von Jeff Lemire. Das ist der Typ, den haben wir schon vorgestellt bei Essex County. Oder der, wie heißt das denn, Sweet Tooth geschrieben hat. Sehr interessant halt, er ist Autor und Zeichner. Diesen totalen Indie-Stil, den er pflegt. Halt mal an Batman, um ihn koloriert zu sehen. Super. Großartiges Geht halt darum, dass
dass Alfred quasi Batman mal so eine Lektion in Selbstbewusstsein und Größenwahn gibt. Super Story, also wirklich toll. Den betrunkenen Batman. Bruce Wayne. Den betrunkenen Bruce Wayne. Sehr stark. Die zweite Story fand ich auch mega gut. Nee, fand ich furchtbar. Die erzählt quasi die Story, wie Batman auf dem in dem GLA-Satelliten ist. So furchtbar. Eigentlich eher mal so ein bisschen abhängen will. Aber das ist so DC. Wird dann von Amazo angegriffen. Das ist ja dieser Superroboter, der quasi alle Kräfte aller GLA-Mitglieder in sich vereint. Und denkt, er hat mit Batman halt den Schwächsten der Gruppe erwischt und Batman besiegt den. Wenn man das jetzt auf dieser oberflächlichen Ebene sieht, dann gebe ich dem ziemlich recht, der hört sich natürlich erstmal ziemlich lahm an, weil das ist eigentlich nur ein böser Roboter kommt und wird von Batman in den Arsch getreten. Da könnten die Leute dann auch wieder meckern, ne? Batman wird wieder viel zu stark dargestellt, wie kann der das schaffen, der hat doch keine Kräfte. Aber eigentlich ist das eher so eine, ist das eine Story, die halt so diese Gedanken und Einstellung von Batman zeigt. Das ist eher so die Ebene darüber auf der. Aber ich muss einfach sagen, mir hat es nicht gefallen, weil das so ein Superman-Story-Arc war. Nee, das gerade weil du davor wirst du von so einem Indie-Richtung verwöhnt vom relativ realistischen Plot. Ja, aber hier, das ist halt, ich finde das halt, wie gesagt, es geht gar nicht darum, normal bin ich auch nicht der Typ, der Batman im Weltall gefällt. Ich bin der Meinung, der soll noch in Gotham durch die dreckigen Straßen rennen. Und damit hat sich das. Aber das hier ist halt eben halt eine gute Einstellung, wie Batman eben zu diesen ganzen anderen Superkräften steht, wie er sich selber sieht, wie überheblich er natürlich auch ein bisschen ist, aber wie er sich so selber und seine eigentliche Kraftlosigkeit einordnet. Zwei Sachen, die ich hervorheben will. Erstens, super Zeichnung von J.J. Jones, also den man kennt, von That Wanted gezeichnet und so. Und zweitens, also zeichnerisch wirklich eine schöne Story. Und Batman benutzt das Anti-High-Bat-Spray. Er treibt nämlich durchs All und ihm rutscht dieser Teleporter aus den Fingern und dann navigiert er sich mit Benutzen dieses Anti-High-Bat-Sprays, was sogar so genannt wird. Also man kennt das aus Batman und die Bombe, also der trashigen 60er Batman-Serie. Navigiert er sich mit Nutzen dieses Sprays, navigiert er sich durchs All, war mein Highlight dieses Heftes. Also auch wenn ich die erste Story schon besser fand, das war das Highlight des Heftes. Die dritte Story, da würde ich dann recht geben, die war jetzt eher relativ 0815, in dem Batman und Robin quasi die suchen halt so einen Typen auf, so präventive Maßnahmen. Familienvater, der aus Verzweiflung ein Verbrechen begehen will und Batman kriegt das raus, bevor der das Verbrechen begeht, darüber, dass der eine Knarre und eine Skimaske gekauft hat. Computer, so. Kreditkarte, wahrscheinlich hat er sich zusammen gebastelt, die erkennt, wenn einer in Kombination Brecheisen, so, Skimaske und Batman schnappt sich den halt und sagt dem, ey, wir halten dich hier davon ab, ein Verbrecher zu werden und das wäre schiefgegangen, entweder wir hätten dich vermöbelt oder du wärst dabei gestorben. Die war jetzt auch nicht ausgesprochen schlecht, aber der fehlte meiner Meinung nach schon irgendwie dieses gewisse Etwas, was die zwei Stories davor hatten. Ich fand sie halt besser als die davor. Was man aber sagen muss, die lässt sich ja auch auf wieder so eine ziemlich realistische Ebene ein. Gut, das ist natürlich fiktiv, so detektivmäßig, wir sitzen auf dem Dach und erzählen uns eine Geschichte, aber ich finde schon, das ist eine gewisse realistische Ebene. Und dann kommen Batman und Robin, der da natürlich auch mitspielt in dem Sinne, kommen als ziemliche Arschlöcher drüber, wenn ich das in dem Sinne ernst nehme, ziehen die den armen Mann da, dessen Tochter krank ist oder so hoch, bewahren ihn zwar vor Schlimmerem dadurch, dass sie das Verbrechen verhindern, aber lassen den da oben auf den Dach. Aber das ist so ein bisschen das, was halt dieses Grundthema dieses Heftes ist. Es geht ja nicht um lang angelegte große Stories, wo irgendwelche Bösewichte kommen, die dann vom Batman verprügelt werden, sondern es geht immer irgendwie um den Charakter. Das sind so quasi immer, früher hattest du in Deutschland, also die veröffentlichen mal diese, du hattest einen Hauptcomic und dahinter war so eine Story. Und genau so ja, aber so wirklich, die untersuchen so den Charakter von Batman, einzelne Facetten, wie der beleuchten die vielleicht die Beziehung zu Alfred oder die Beziehung zu den kleinen Verbrechern. Also es ist jetzt nicht, wer die große Batman-Action sucht, wo er sich mit Mr. Freeze kloppt oder so, der ist halt bei dem Heft falsch, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist eine positive, ich wollte es eigentlich gar nicht mitnehmen, das ist eine positive Überraschung. Oder haltet halt Online-Ausschau bei Comixology oder diversen Online-Anbietern für digitale Comics bei DC, glaube ich, selber auf der Homepage und kauft die Dinger halt einzeln, wenn euch vielleicht das Thema, das Cover oder der Zeichner gefällt. Sternchen. 4. Hätte ich noch reingegeben. Nee, war richtig gut. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Finale. Lieben. And the Masters of the Universe. Teil 2. Der neuen, also neuen nach 30 Jahren, wie auch immer, aufgelegten He-Man-Serie.
Mit, ist, zur Erklärung nochmal, wer es vielleicht verpasst hat, es gab eine Pause. Heft 1 ist, glaube ich, vor 2 Monaten erschienen. Mhm. Dann ich, wurde ich weiß nicht, ob die Pause so lange war. Dann, doch, ich meine, es waren 2 Monate. Ich meine, die hätten es angekündigt, doch dann wurde diese, nee, dieser Zirkel durchbrochen. Ich Ende September, es war von vornherein angekündigt für Ende September, waren, glaube ich, fast 2 Monate Pause, weil komischerweise nach dem ersten Heft der Autor gewechselt hat. Mhm. Es gibt jetzt einen neuen Autor, wobei man jetzt ganz ehrlich eher davon auszugehen ist, dass der auch, das war halt eine 5-teilige Miniserie. Ich denke mal, der Plot wird grob schon gelegt worden. Du kannst auch in keine andere Richtung, ehrlich gesagt, gehen. Das heißt, der Plot von Robinson, der jetzt auch hier noch als Autor sogar aufgeführt wird, zu Keith Giffen gewandert. Ich denke mal, der wird jetzt nur quasi die Grundlage, die Robinson schon festgelegt hatte, irgendwie im Skript. Also er wird vielleicht ein bisschen was an den Dialogen verändern oder ein bisschen, aber so richtig Einfluss, also der Plot ist wonach, wonach sieht es eigentlich aus? Es ist eigentlich eine Serie, die Fans nicht wirklich anspricht. Also ich habe es ja schon mal beim letzten Mal gesagt, hier bei den neuen Classics Masters of Universe Figuren liegen bei manchen jetzt so Mini-Comics bei. Das sind leider so Figuren, die ich nicht unbedingt haben wollte. Unter anderem habe ich mir jetzt beim letzten Mal den Dragon Blaster Skeletor geholt und da werden halt die feuchten Fanboy-Träume halt erfüllt. Ja, eine neue Interpretation von DC. Du musst natürlich sagen, den Spagat gehen. Was machst du? Und die bringen He-Man nach langer Zeit nochmal auf die Comicbühne und dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du steigst halt knallhart nerdmäßig ein und tust so, als wüsste jeder, wer He-Man ist, oder du machst halt, und ich finde, sie haben noch ein ganz gutes Mischding gekriegt. Sie, durch diese Amnesie, die Adam ja hat, muss man manches es ist nicht so schlecht, Adam entdeckt die Welt so selber und wer He-Man halt nicht kennt, kann sie mit ihm entdecken und die Leute, die es kennen, kriegen halt immer noch ihre ordentliche Portion He-Man und aktuell scheint man einen relativ sicheren Weg gegangen zu sein, anscheinend, weil He-Man macht quasi die Reise, also er reist ja los und am Ende, es ist jetzt wie so, es ist wie ein Computerspiel, He-Man startet Level 1, am Ende steht Skeletor als Endgegner und jedes Stage kommt ein Endgegner und jedes Heft hat jetzt quasi einen Bösewicht. So Im ersten Teil gab es Beastman, jetzt gab es, wie heißt der? Trapjaw. In dem Fall Kronos. Und so wird es jetzt wahrscheinlich immer weitergehen. Vielleicht tauchen auch noch ein paar andere Figuren aus He-Mans Vergangenheit, also He-Mans befreundet. Ich hoffe ja noch auf, wer ist der Ark, nicht der kleine? Onko oder Man at Arms oder so. Aber das ist, also das wird noch nicht geteased. Bis jetzt gibt es quasi nur He-Man, Skeletor und die Bösen. Das Problem an dem Ganzen ist einfach, du hast jetzt ein Heft, das, sag ich mal, die richtigen Fans, die werten, das ist nicht so schlecht, dass man als richtiger Fan da Abstand nehmen will. Du wirst damit keine neuen Fans gewinnen, in meinen Augen. Nicht unbedingt neue Fans, weil dafür ist der Comic zu zahm und zu beliebig. Aber ich glaube, du musst, ja, die neue Fans gewinnen nicht unbedingt, aber ich glaube, dass du halt so, es ist für Leute geschrieben, die zwar generell Ahnung haben, wer He-Man ist, aber du, also einfach der Vorwurf, der Einstieg ist halt machst halt leider, arbeitest kein, die haben keine intelligente Story mit dem vorhandenen Universum ausgearbeitet, stimmt, sondern die haben sich jetzt, sage ich mal, den Kunstgriff gemacht, die sind komplett draus ausgestiegen, ich haben denke, sich das wird auch ein Testballon sein. Wenn sich das Ding so verkauft, dass DC damit zufrieden ist, dann wird man wahrscheinlich einmal eine zweite Miniserie starten und hat eine Grundlage gelegt. Ich würde, aber es ist einfach direkt der Tod quasi so zu tun, als würde es jeder kennen. Ich es kennen genug, ich glaube, es kennen genug Leute auf diesem, für DC ist, ich finde, es ist einfach der falsche Verlag dafür. Wenn es Dark Horse machen würde, so, und die machen echt einen verdammt guten Job, denen würde das an Auflage reichen. Für DC ist wahrscheinlich eh unter aller Erwartung. Aber sag ich mal, Transformers, die Reihe, die wird seit Jahren durch die Fans gehalten und du hast einen ähnlichen Fankult. Wenn also ich glaube, das einfach als ist ein klassischer Testballon. Die haben mit einem ganz relativ bekannten Auto und einigermaßen, auch wenn ich den nicht dann bezeichne, ist der Ballon in meinen Augen leider abgefahren. Der wird es kommt ja auf die Verkaufszahlen. Die werden jetzt hier keine Batman-Nummern verkaufen. Nee. Die werden jetzt nicht was die verkaufen, für DC wird das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, DC hat im Endeffekt auch nur seine Top 10-Nummern und danach wird es relativ gemischt. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sich das jetzt schlechter verkauft als beispielsweise Grifter oder Hawkman. Aber was machen die jetzt? Mal kurz zum Inhalt gesagt. Beim letzten Mal wurde Beastman eingeführt in einer Waldumgebung. Hier haben wir halt den Trapjaw, der wird quasi als Stamm, so ein bisschen orientalisch wird das eingeführt. Der ist quasi der Leader von so einem komischen Cyborg-Volk.
wo sogar die Tänzer humanmäßig in der Wüste leben. Aber so ganz komisches Cyber-Human-Volk, was wird das nächste Heft sein? Da kommen wir wahrscheinlich in eine Schneezone oder. Aber ich finde das okay. Noch eine Zone Erwartung ist natürlich aufgrund von Merman irgendwo am Meer oder im Meer. Was ich mich übrigens hier gefragt habe, ist, wenn ich mal kurz noch. Warum kann Skeletor Leute versteinern? Der hat wahrscheinlich größte. Also, das ist ja der Storyplot, den die vorhin getrieben haben, das ist ja Post. Der ist mittlerweile der Herr über Castle Grayskull, was irgendwie seinen Look vollkommen anders gemacht hat. Okay. Wie findest du den Skeletor? Ich finde den Look hier ganz okay. Eigentlich. Ich finde den furchtbar. Also wenn du, ich habe leider das Heft nicht dabei, das nehme ich das nächste Mal mit. Wenn du die Skeletor-Interpretationen von Dark Horse gesehen hättest, also was also den ganz gut gelungen ist, ist wirklich der Trapjaw, finde ich ganz schön gemacht, also mit den mit der Optik, aber auch sehr, sehr meist nur angelehnt gehalten. Zeichnerisch ist es okay, finde ich. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also ich glaube, da ist jetzt gerade einfach der Knackpunkt bei uns, unsere unterschiedlichen Erwartungen und Herangehensweisen. Also wie gesagt, ich persönlich, ich würde dem eine 3. Ja, sehen wir schon. Ist schwer. Ich gebe ihm eine 3. Aber auch eine 3, die keine Tendenz nach oben hat, sondern ich fand es okay. Es ist ein solides Comic. Punkt okay, wenn man auf He-Man, also meine Meinung ist, wenn ich jetzt irgendwie mal sowas von He-Man gehört habe und den ganz okay finde, der Appeal, den das natürlich jetzt hat, ist, man wartet auf den Showdown und man wartet darauf, dass er nicht zu He-Man wird. Mhm. Weil das muss man ja klar sagen, bis jetzt ist Adam eben Adam und noch nicht He-Man. In dem Heft erfährt er jetzt überhaupt erstmal seinen reellen Namen, und also es gibt noch keine He-Man-Action in dem Sinne mit Schwert, und das wird man wahrscheinlich auch erst höchstens in den letzten zwei Heften haben. Vorher wird er nicht zu He-Man werden. Wir sind mal gespannt. Vielleicht also ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich finde es gut, dass das jetzt endlich mal wieder monatlich erscheint und wir weitermachen können. Ja, dann können wir quasi zur Abmoderation kommen. Wünsche, Vorschläge, Fragen, wie immer an unsere diversen Plattformen, Blog, ansonsten Channel, Face. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das hier teilt, weiterleitet, empfehlt. Richtig, uns liked oder... Ein paar mehr Facebook-Freunde, ein bisschen mehr auf dem Blog. Alles cool. Ja, alles tutti. Bis zum nächsten Mal, ne?